Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dem neuen Saisonalitätsvideo, diesmal mit dem Monat Januar. Ganz wichtig, lesen Sie den Disclaimer, den finden Sie hier auf dem Bildschirm oder unten in der Videobeschreibung. Alles, was ich Ihnen erzähle, dient nur zu Informationszwecken und ist keine Aufforderung, die Aktien oder die ETFs zu handeln. Und vor allem bei der Saisonalität sollte man grundsätzlich vorsichtig sein, nur weil gewisse Aktien oder ETFs sich in der Vergangenheit nach gewissen Mustern entwickelt haben, heißt es noch lange nicht, dass es in diesem Jahr oder in den kommenden Jahren genauso laufen wird. Ja, also es kann sein, dass eine Aktie sich sehr, sehr gut in den letzten 10 Jahren entwickelt hat, zum Beispiel im Monat Januar. Und ab sofort ist dieses Muster dann gebrochen. Also mit der Saisonalität immer Vorsicht walten lassen. Für mich ist es mehr so eine Art und Weise, einen Trade nochmal mit zusätzlichen Elementen zu versehen in der Entscheidungsfindung. Neben der Charttechnik, neben der Fundamentalanalyse kann die Saisonalitätsanalyse ein kleines Steinchen im Gesamtmosaikbild sein, um die finale Handelsentscheidung zu treffen, aber mehr nicht. So, steigen wir ein, erstmal mit einem Blick auf die Aktienmärkte allgemein im Januar, in den letzten 25 Jahren. Und da werden wir sehen, dass die Märkte so relativ neutral, leicht schwach unterwegs waren, historisch betrachtet. S&P 500 minimal im Minus im Januar, Dow Jones mit einem Minus von 0,70 unterwegs, ja, ungefähr. Dann das DAX 100 relativ positiv im Januar, in den letzten 25 Jahren mit plus 0,18% und der DAX quasi neutral, Richtung in dem ersten Monat des Jahres. Bei Gold ist es so, dass wir eine positive Entwicklung sehen, 2,45% plus in den letzten 25 Jahren. Und wenn ich nur die letzten 10 Jahre betrachte, sind wir bei plus 3% bei dem Edelmetall. Also insofern hier ein interessantes Muster historisch betrachtet, bekommt Gold dann entsprechend Rückenwind im Januar. Der TLT, also der bekannte ETF über die 20-jährigen US-Staatsanleihen, leicht im Minus, 0,16% historisch betrachtet. Und der US-Dollar-Index relativ stark im Monat Januar mit einem Plus von rund 0,6%. So, kommen wir zu den Top-Aktien im Januar, diesmal über 11 Jahre betrachtet. Wir sehen hier nach der bekannten Logik eine Auswahl an Aktien mit der entsprechenden Trefferquote, also zum Beispiel die Aktie von Cardinal Health, 10 Januarmonaten in den letzten 11 Jahren, die positiv abgelaufen sind, mit einer durchschnittlichen Entwicklung im Januar von plus 3,5%. Ein Top-Monat betrug 17,2% und der schlechteste Monat im Januar war mit einem Minus von 8,8% versehen. Und wir sehen hier, dass es jetzt kein großes Muster gibt, was die Sektoren betrifft. Es ist ein bisschen quer durch die Bank verteilt. Wir haben Energiewerte, wir haben Technologiewerte, wir haben Gesundheitswerte mit GSK und Cardinal Health. Also querbeet hier und wir haben auch natürlich ganz unterschiedliche Entwicklungen. Wir haben hier übrigens eine Auswahl an Aktien, die 9-mal den Monat Januar positive abgeschnitten haben und dann entsprechend 2-mal negativ. Ja, wir betrachten hier 11 Jahre. Und bei den Tops und Flops gibt es natürlich große Abweichungen, auch je nachdem, welche Aktie man betrachtet. Man muss auch bedenken, ne, wenn es mal schief läuft, dass es teilweise sehr, sehr schwach werden kann. Ja, die Aktie von TAL Education Group mal ein Minus von 27% im Januar, obwohl sie tendenziell sich positiv entwickelt im Januar. Oder auch die Aktie von Marvell Technology minus 18%. Also ja, hier nochmal der Hinweis, wenn es mit der Saisonalität nicht so richtig läuft, dann kann es richtig daneben gehen. Aber ansonsten ist es hier durch eine Wertentwicklung bei den meisten Aktien, die positiv zu sehen ist. So. Bei den ETF, bei den Top-ETF im Januar über 11 Jahre, wir haben hier erneut zwei ETFs, die mit Rohstoffen zu tun haben, also Gold Shares, den GLD und den SLV, mit 8 positive Januarmonate in den letzten 11 Jahren und eine durchschnittliche Entwicklung von 3,1% für Gold und 2,7% für Silber. Dann haben wir noch den Biotech-Sektor mit dem ETF XBI und den Home Builders-Sektor, also Hausbauer, mit dem ETF XHB, auch jeweils mit einer Trefferquote von 8 Monaten, von insgesamt 11 Monaten. Und durchschnittliche Entwicklung positiv, aber auch nicht berauschend, sage ich mal so. 2,9% für den XBI, 1,7% für den XHB. Die Top-Monaten waren relativ stark und bei den schlechtesten Monaten kann es oder
konnte es auch ordentlich bergab gehen, wobei bei den Rohstoff-ETF hier GLD und SLV mit Verlusten von jeweils minus 3,2% und minus 3,3% hat es sich dann noch in Grenzen gehalten. Die Logik ist hier nochmal dargestellt. Ich brauche eine Trefferquote von mindestens 70%, einen gewissen Optionshandelsvolumen pro Tag und ich schließe die gehebelten ETFs entsprechend aus. Okay? So, und bei den Flop-ETFs im Januar, da gibt es keinen ETF, der meinen Kriterien entspricht, also eine Trefferquote kleiner als 30%, einen gewissen Optionshandelsvolumen. Da gab es ausnahmsweise in dem Monat Januar in Bezug auf die letzten 10 oder 11 Jahre keinen Kandidat, der wirklich so schlecht war, dass er hier erwähnenswert war. So, das war's mit der Januar-Analyse. Ich hoffe, es war erneut für Sie hilfreich. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Möchten Sie keine Videos mehr verpassen, dann abonnieren Sie gerne meinen Kanal und klicken Sie dann auf die schwarze Glocke, um benachrichtigt zu werden, wenn neue Videos online gehen. Möchten Sie wie ein Profi traden, dann entdecken Sie Planet Options, mein Service, in dem ich Optionen mit Echtgeld handle, oder nutzen Sie meine Videokurse, alles rund um das Thema Optionshandel oder Strategiediversifikation. Verwenden Sie gerne hochkarätige Indikatoren, um Ihr Trading auf eine neue Ebene zu heben, oder werden Sie einfach Mitglied der Tradeheldenakademie. Alle Informationen finden Sie unter www.erikludwig.de.